Heidi, wieso sitzt du auf dem Baum? Komm bitte da herunter. Nein, ich will nicht, Tante Dete. Und ich will auch nicht adoptiert werden. Was ist mit ihr? Es ist nichts passiert, aber sie will nicht herunterkommen. Oh. Heidi, du kannst mir sagen, warum du nicht adoptiert werden möchtest. Gefällt es dir nicht bei uns, zusammen mit Clara? Doch, ich bin sehr gern hier bei Clara. Aber ich möchte Großvater wiedersehen. Wir könnten ihn besuchen. Was meinst du? Aber könnte ich auch bei ihm leben? Nein, Heidi. Du kannst nicht für immer in den Bergen bleiben. Herr Sesemann möchte dir ein schöneres Leben ermöglichen. Eine bessere Zukunft. Bei allem Respekt, gnädiger Herr, aber ich verstehe nicht, worüber hier noch diskutiert wird. Trifft etwa ein launisches kleines Mädchen in Ihrem Haus die Entscheidungen? Sie und die Erziehungsberechtigte wissen doch, was das Beste für das junge Fräulein ist. Warum unterschreiben wir nicht einfach die Papiere? Herr Dinkelmann, ich weiß Ihren Einwand zu schätzen, aber ich hatte Sie bereits um einen Moment Geduld gebeten. Ah, Sebastian. Vielen Dank. Ich übernehme das jetzt. Ja. Oh, Herr Sesemann, seien Sie vorsichtig, bitte. Ich glaube, ich bin nicht zu alt, um auf eine Leiter zu steigen, Fräulein Rottenmeier. Willst du nicht herunterkommen, damit wir in Ruhe reden können? Nein. Tja, dann müssen wir dir wohl ein Baumhaus bauen. Erst recht, wenn du vorhast, den ganzen Sommer hier oben zu bleiben. Oder was meinst du? Schau mal, deine Tante macht sich große Sorgen um dich. Vermutlich würde es ihr besser gehen, wenn du wieder sicher unten auf dem Boden stehst. Oh. Kannst du dir wirklich nicht vorstellen, bei uns in der Stadt zu wohnen? Aber ich vermisse die Berge. Du wirst sie wiedersehen, versprochen. Aber dann muss ich wieder nach Frankfurt zurück und lange hier bleiben. Ich verstehe, dass es dir schwerfällt. Aber das Leben in der Stadt hat dir viel mehr Möglichkeiten zu bieten. Du bist noch ein kleines Kind und weißt nicht, was es in der Welt alles zu entdecken gibt. Aber meine Welt sind die Berge. Gut, Heidi. Was hältst du davon, wenn wir eine Abmachung treffen?